was deine Po-Form über deine Persönlichkeit verrät. Wenn du weißt, wonach du suchen musst, können die gesichts- und körperlichen Merkmale einer Person viel über ihre Persönlichkeit aussagen. Dazu gehört auch die Form ihres Hinterns. Und während die Rückseite jeder Person, genau wie ihr Charakter, einzigartig ist, gibt es im Allgemeinen 4 häufige Formen, die mit bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen in Verbindung gebracht werden. Also, lass uns sehen, was dein Hintern über dich verrät. Vergiss nicht, auf Abonnieren zu klicken und die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren, um dich uns auf der Sonnenseite anzuschließen. Nummer 1. Der eckige Hintern. Dieser Hintern zeichnet sich durch eine Silhouette aus, die sich von der Taille bis zu den Hüften nicht ändert und dadurch eine quadratische Form erhält. Es ist häufig bei Menschen mit einem sportlicheren Körperbau zu finden. Bei Frauen ist ein eckiger Hintern häufig mit dem Tragen von lockerer Kleidung und ständiger Bewegung verbunden. Diese Damen sind äußerst entschlossen und erfolgsorientiert. Sie versuchen einen gesunden Lebensstil zu führen und vermeiden Junkfood. Gleichzeitig sind sie Gewohnheitstiere und fühlen sich normalerweise nur ungern bereit, ihre festen Wege zu ändern. Wenn du ein Mädchen mit einem eckigen Po bist, hast du wahrscheinlich viele Listen, da du es liebst, dein Leben zu organisieren. Du bist ruhig und zurückhaltend und fühlst dich nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit. Bei Männern zeigt ein quadratischer Hintern, dass er regelmäßig ins Fitnessstudio geht. Dieser Mann kümmert sich um sich und steht sehr früh auf, um Zeit für ein Training zu haben. Sei nicht überrascht, wenn du diesen Kerl mit seinem Hund joggen siehst. Ein Hund passt perfekt zu einer fürsorglichen und sensiblen Persönlichkeit. Ein weiterer Vorteil dieses Körpers und seiner süßen Persönlichkeit ist, dass du nie einen Mangel an Aufmerksamkeit von den Damen verspürst. Nummer 2. Der runde Hintern, aka der Knackpo. Der Knackpo ist super rund und sieht aus wie ein Globus. Es ist eher typisch für Menschen mit schlankem Körper. Bei Frauen steht der runde Po für beneidenswerte Willenskraft und Selbstmotivation. Ich meine, nicht jeder kann zielorientiert genug sein, um jeden Tag viele Stunden im Fitnessstudio zu verbringen. Mädchen mit knackigen Hintern bevorzugen Kleidung, die ihre schöne Rückseite betont, zum Beispiel enge Jeans oder Shorts. Sie haben normalerweise auch eine positive Einstellung und genießen das Leben in vollen Zügen. Soziale Medien spielen eine wichtige Rolle in ihrem Leben. Sie lieben Partys und neigen dazu, den neuesten Modetrends zu folgen. Bei Männern zeigt der runde Hintern einen wahren Mann an. Sie verbringen viel Zeit im Fitnessstudio, während sie den Kraftraum jeder Art von Kardioaktivität vorziehen. Männer mit rundem Po sind gesellig, freundlich und charmant. Sie finden auch im Alltag immer wieder Freunde. Sie sind gute Freunde und bereiten viel Spaß. Wenn du dich im Club der Knackpos befindest, solltest du dir einen Moment Zeit nehmen, um nachzudenken, ob du vielleicht zu viel Zeit mit der Arbeit an deinem Körper verbringst. Deine Liebsten sehen dich vielleicht nicht oft genug und vermissen dich wirklich. Nummer 3. Der herzförmige Hintern. Dieser Hintern ist oben zur Taille hin kleiner und unten an den Oberschenkeln größer. Infolgedessen sieht er wie ein umgedrehtes Herz aus. Bei Frauen steht diese Po-Form in Verbindung mit einer Person, die Aufmerksamkeit und soziale Interaktion benötigt, was von einer extrovertierten Natur spricht. Sie finden den herzförmigen Hintern oft bei einer Person, die mit fast jedem eine Unterhaltung beginnen kann. Wenn du zu diesem Team gehörst, bist du wahrscheinlich ziemlich flirty und charmant. Denke nur daran, dass dein unglaubliches Selbstvertrauen manchmal herrisch und arrogant wirken kann. Dies kann der Grund sein, warum du nicht viele Freunde hast. Bei Männern bedeutet der herzförmige Hintern große Ambitionen. Mit deinen Leistungen bist du nur selten zufrieden. Dein Leben ist ein Weg von einem Ziel zum nächsten, was dich manchmal ziemlich angespannt machen kann. Obwohl du von Zeit zu Zeit ein bisschen nervös bist, hast du einen tollen Sinn für Humor und eine angenehme extrovertierte Persönlichkeit. Männer und Frauen mit herzförmigen Hintern gelten als intelligent und intellektuell. Außerdem zögern sie nicht, ihre Gedanken und Gefühle offen auszudrücken. Nummer 4. Der V-förmige Hintern. Der V-förmige Hintern ist oben breiter und wird nach unten hin schmaler, sodass es wie der Buchstabe V aussieht. Bei Frauen steht diese Form in Verbindung mit einer starken Persönlichkeit. Diese Damen wirken entschlossen oder sogar etwas stur. Sie neigen auch dazu, sarkastisch zu sein. Aber was andere nicht wissen, ist, dass sich unter dieser harten äußeren Hülle eine sensible und fürsorgliche Persönlichkeit befindet, die fähig ist, anderen gegenüber Mitleid zu haben. Bei Männern weist der V-förmige Po auf einen Entscheidungsträger hin. Dieser Typ kann ein Problem lösen, weil er immer einen Plan und mehrere Backups hat. Nur für den Fall. Wenn du dieser Mann bist, bist du ein instinktiver Friedensstifter. Zuerst empfinden die Leute dich vielleicht als zu intensiv und ein bisschen arrogant. Aber sobald sie dich besser kennenlernen, schätzen sie deine emotionale Intelligenz und deine faszinierende Persönlichkeit.
was dein Hintern über deine Gesundheit verrät. Die Form deiner Rückseite sagt viel nicht nur über deine Persönlichkeit aus, sie kann dir auch einen Einblick in deine Gesundheit gewähren. Es dreht sich alles darum, wo Fett gespeichert ist. Siehst du, es ist viel besser, dein Fett im Hintern und in den Hüften zu tragen, als es um deine Taille zu lagern, was für deine inneren Organe schädlich ist. In diesem Fall schützt dich das Fett am Hintern vor Diabetes, hohem Cholesterinspiegel und Herzerkrankungen. Die Ärzte sind sich einig, dass es bei Übergewicht besser ist, wenn es sich im unteren Teil des Körpers befindet. Nun, was sagt deine Po-Form über deine Gesundheit aus? Wenn du einen eckigen Hintern hast, sammelt sich Fett am liebsten im Bauch und an den Hüften. Glücklicherweise wirst du keine ernsthaften Probleme haben, solltest du dich dazu entscheiden, es loszuwerden oder zumindest unter Kontrolle zu halten. Wenn dein Po rund ist, ist deine Gesundheit in einem wirklich guten Zustand. Die geringe Menge Fett, die du in deinem Hintern speicherst, wird im oberen Teil deines Gesäßes angesammelt. Wenn du den herzförmigen Hintern hast, wird es dir gut gehen, solange das Fett dort bleibt, wo es ist. Leider bewegt sich das Fett bei älteren Menschen mit dieser Form gerne nach oben, in Richtung Bauch. Die positive Seite ist jedoch, dass Menschen mit herzförmigem Hintern weniger Zeit brauchen, um überschüssiges Fett zu verlieren. Wenn du also siehst, dass sich deines um den Bauch herum lagert, sollte es nicht zu schwer sein, dies zu verbrennen. Der V-förmige Hintern kommt oft älteren Menschen vor. Mit dem Alter und bei den Veränderungen in Hormon- und Aktivitätsniveau bewegt sich das Fett, das sich einst im Hintern befand, über den gesamten Körper. Deshalb empfehlen Ärzte, in späteren Jahren aktiv zu bleiben, um dein Herz vor diesem wandernden Fett zu schützen. Hast du durch deine Po-Form etwas Neues über deine Persönlichkeit erfahren? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Vergiss nicht, diesem Video ein Gefällt mir zu geben, teile es mit deinen Freunden und klicke auf Abonnieren, um auf der Sonnenseite des Lebens zu bleiben.